meine lieben Freunde, und ja, damit herzlich willkommen zu einem meiner größten Projekte aller Zeiten, Super Mario Odyssey. Oh mein Gott, wirklich, Leute, der Hype ist real. Oh mein Gott, ich habe mich wirklich so wenig spoilern lassen, so wie es geht. Ich habe, glaube ich, nur 2 Trailer angeschaut und das war's dann auch. Mehr wollte ich mich nicht spoilern lassen. Alter Schwede, und dass ich das Spiel überhaupt noch bekommen habe. Ich habe ja eigentlich bei Splatoon 2 online gesagt, dass ich das wahrscheinlich erst zu Weihnachten oder so bekommen werde. Aber ich habe diese privaten Dinge lösen können und habe das Spiel, kann das Spiel doch jetzt schon in den Händen halten und mit euch zocken. Und ja, das ist offensichtlich der Startbildschirm. Jo, größer als in Zelda Breath of the Wild auf jeden Fall. Da konnte man ja überhaupt nichts machen oder so. Da wurde sofort ins Spiel reingeschmissen. Aber hier kannst du noch entscheiden zwischen Normalstart oder dem Hilfemodus. Digga, wie viele Mario-Games habe ich jetzt schon hinter mir? Natürlich spielen wir es auf ganz normalen Modus. Hilfemodus, scheiß drauf. Ich bin doch kein Noob. Niemals. Start, let's go. Im Himmel über den Pilzpalast. Dies ist das Ende für dich. Für meine Hochzeit mit Peach. Bist du etwa eifersüchtig, Mario? Okay, also wir einigen uns darauf, so hat ein Mario-Spiel noch nie angefangen. Normalerweise hat es eigentlich für mich immer schön und so chillig angefangen. Und was ist jetzt? Wow. Okay. Was ist denn los? Komm her! Okay, also obwohl ja jetzt irgendwie die Steuerung von den Joy-Cons da stand, natürlich steht das hier auf dem Pro-Controller. Schon klar. Wollte ich nur mal so erwähnen. Wo ich das jetzt denke, ich zock das hier mit dem Joy-Cons. Ja, könnte man auch. Ist bestimmt auch nicht so auch bestimmt geil, aber ja, ich spiele das hier mit Pro-Controller, Alter, weil er einfach geil ist. Boah, Alter, wo willst du denn hin hier, ey? Komm jetzt her. Bist du einer von denen? Was hast du gesagt? Wer bist du? Wo sind wir überhaupt? Du komm jetzt endlich mal her, ey. Du bist doch Cappy, oder, ne? Dieser neue Begleiter. Boah, Mario ist mit so voll im Arsch, ey. Also wir einigen uns da auch hier darauf, so haben wir Mario mit so noch nie gesehen. Total im Arsch. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich bin etwas schreckhaft. Ich habe gesehen, was vorhin passiert ist. Alles gut bei dir? Ja, aber Mario ist noch alles dran. Außer die Mütze. Du bist ja im Hutland. Wir wurden gerade vom selben Ungeheuer angegriffen. Da dir so übel mitgespielt, dass dir so übel mitgespielt hat. Das Schlimmste ist aber, dass meine kleine Schwester entführt hat. Okay. Ach, das ist die Krone gewesen, die Peach aufhatte. Ah. Ich wollte eigentlich ein Schiff klar machen, um diesem Ungeheuer hinterher zu fliegen. Aber unsere gesamte Flotte wurde während des Angriffs vernichtet. Kacke.
Ich meine, wir sollten im benachbarten Land noch ein Schiff finden. Von der Spitze des Hutums komme ich bestimmt hin. Aber die Schergen des Ungeheuers versperren den Weg. Wir kämpfen für dieselbe Sache, nicht wahr? Wir sollten uns zusammentun. Mal sehen, ob wir meine Schwester und Peach aus der Klemme helfen können. Na, hast ja schnell gemerkt. Oh, come on. Nicht so den Stil, ne? Ja. Du hörst hiermit. So, sieh doch. Guck mal. Schon besser. So. Cappy ist jetzt dein Begleiter. Nice. Das kann man mit Y Cappy werfen. Das ist ja die Erneuerung von Mario Odyssey. Ja, mit den Joy-Cons wäre es sogar noch besser. Du siehst ja, da unten kann man so eine Bewegungssteuerung Cappy werfen. Wäre sogar mit dem noch besser. Oh nee. Das bringt mich nicht davon ab, mit dem Pro-Controller zu spielen. Hä? Hey, guck dich mal das an! Geiles Detail. Marius ist voller Ruß. Ist ja geil. Geile Detailarbeit. Ich hoffe, bei meinen Freunden da oben auf dem Turm ist alles in Ordnung. Du meinst da oben? Na, da oben sind Bowser Schergen. Welche sind das jetzt überhaupt? Ich kann mich da zwar ein paar Schergen aus dem Trailer erinnern, aber ich weiß nicht, ob es die jetzt sind schon. Auf jeden Fall ein paar oh, geil. Apropos gerade Secrets, wo wir gerade bei Secrets sind, ich versuche mein Bestmöglichst zu geben, euch alles zu zeigen. Also alle Monde, also jetzt nicht jedes übelst krasse Secret jetzt will ich jetzt nicht machen, aber ich versuche jeden Mond zu finden. Anstatt die Sterne gibt es ja in diesem Spiel Monde. Und ja, ich gebe mein allerbestes, wirklich alles zu finden. Auch wenn das hier bereit sein wird. Und ich habe gehört, es soll wirklich wieder schwierig sein. So wie die damaligen Spiele wie Mario Sunshine und 64 und so. Also Mario 64 und Mario Sunshine. Das soll ziemlich geil ist, wirklich. Dafür, dass mich die damaligen Spiele schon etwas ein bisschen gereizt haben. Ja, war es gut, dass die Schwierigkeit da war. Denn wenn man es mal mit den heutigen Spielen vergleicht, ist die Schwierigkeit gleich 0. Und warte mal, ich glaube, da unten ist auch was. Ja, guck mal hier. Muss man sich schon verdammt gut umgucken. Na, gehen wir da rein. So. Und über Plakate gleich mal eliminieren. Und so einen Applaus bekommen. Nice. Bloß nicht runterfallen, Mario. Nicht hier gleich hier im Tutorial, weil hier ist... wahrscheinlich noch ein Tutorial. Dann, ja, da will ich eigentlich nicht runterfallen. Und da unten steht immer noch Mützen. Oh! Oder schüttel den Pro-Controller. Oh, das geht auch? Alter, geil. Ich dachte, das geht nur mit den Joy-Cons. Nee, zack. Was war das denn? Ist ja geil. Guck mal, ich kann nach oben werfen. Nice. Okay, und damit kann ich die Dinger hier entfernen. Alter, ist ja geil. Ich kann kann Cappy einfach nach oben werfen. Geil. Ist das geil, ey. Obwohl ich schon oft genug sage, es ist einfach so, Alter. Es ist einfach so. Oh mein Gott. Und ich gebe es sogar zu, weil hier, bei Mario Odyssey, ist bei mir sogar der Hype noch krasser. Also bei mir ist er noch mehr real. Als bei Zelda Breath of the Wild. Ja, wirklich, weil ich mit Mario groß gewachsen bin. Ich habe ja nicht sofort mit Zelda angefangen, ich habe ja erstmal Mario angefangen. Und ja, wirklich, Mario hat's. Ja, es ist einfach so. Mario habe ich einfach angefangen. Bei Nintendo zumindest. Und vorher habe ich ja was anderes gehabt. Aber ja, auf jeden Fall, es hat einfach, ja, bei Mario jetzt einfach angefangen. Und ja, natürlich, muss man verstehen, dass bei Mario natürlich bei mir das noch krasser ist. Dass ich einfach mich noch mehr freue auf Mario Odyssey als auf Zelda Breath of the Wild. Das ist nur so. Zelda Breath of the Wild ist wirklich geil. Nichts dagegen. Ist mega, mega, mega geil. Aber ja, Mario Odyssey. Oh, es ist einfach geil.
reden wir nicht weiter. Willkommen in Zylindrien, den ganzen Stolz des Hutlands. Soll ich dir was über die Anleitung erzählen? Oh, komm, zeig mal her. Was meinst du jetzt überhaupt damit? Ach, das. Okay. Nee, das will ich eigentlich nicht. Kannst du dir das halt angucken? Okay, cool. Gibt es jetzt überhaupt schon Secrets hier am Anfang? Ich weiß es nicht, weil da oben sehe ich schon Münzen und diese besonderen Münzen. Weil es gibt ja jetzt auch jedes Land jetzt auch besondere Münzen. Auch nur eine bestimmte Anzahl. Ich glaube, da steht sogar da, wie viel es in einem Land gibt, aber... Ja, aber... Ja, cool. Aber ja, das werden wir noch rausfinden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob hier schon welche sind. Und ja, okay, da ist auf jeden Fall das, ja, da ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass ich da unten tot bin. Deshalb sage ich ja, Mario, nicht runterfallen, bitte. Nicht hier im Tutorial. Sonst können wir das Display ja gleich abbrechen, wenn ich hier im Tutorial sterbe. Dann können wir es ja gleich abbrechen. What the fuck? Was geht bei dir ab, Mario? Ich hab gesagt, ich will es noch nicht abbrechen, das Projekt. Nicht nach einem Part. Oh. Oh, cool. Okay, geil. Mhm. Okay, ich muss auf jeden Fall Mario etwas mehr unter Kontrolle haben, wie ich merke. Oh, Vögelchen. Mit Hütchen, schau dich mal die an. Geil. Ich hoffe mal, dass es hier noch nichts gibt Besonderes, also Monde und so. Hier fahren wir weiter. Wenn ich hoffe, ich kann das alles, wenn ich was verpasst habe, ich hoffe, ich kann das alles nachholen. Komm. Eigentlich noch nicht, ne? Tutorial eigentlich. Ich müsste noch nichts geben. Ach, gehen wir einfach weiter. Oh, hi. Gelbe Gumbas. Hat man, sieht man auch nicht alle Tage. Okay, also wenn wir hier blieben. Irgendwie kann man es auch so hier so... Genau so hier, so hier, so hier, so hier. Kann man sich auch kreisen und die Mütze so rumdrehen lassen. Wollte ich gerade fragen, wie das geht, aber inzwischen habe ich... Okay, ich habe es gerade eben selber rausgefunden. Nice. Okay, den Schmarrn weg hier. Kann ich nicht mehr sehen. Ich bin mir sicher, hier können wir rein, aber ja, ich werde erstmal hier alles beseitigen. Wirf mich mal gegen die Tür. Okay, gut. So. Okay. Im Inneren des Hutturms. Okay. Können wir ein bisschen Coins sammeln? Wie kann man denn tauchen? Kann man irgendwie tauchen? Ach, ich bin ja auch blöd. Natürlich, mit Stampfattacke muss man das natürlich machen. Apropos, stimmt, die Moves im Übrigen hier, also von den Moves her müssen es eigentlich alle geben, soweit ich weiß. So, also wirf mich nochmal auf einen Frosch. Ah! Wollte schon sagen, wie soll man jetzt auch... Ah, jetzt können wir den ersten Gegner, oder... Gegner? Ja, okay, das hat man auch in Trailern gesehen, aber Gegner auch, aber hier... Ja, jetzt können wir das erste... Einfach, ich sage jetzt einfach mal Gegner, den ersten Gegner kapern, das geht ja auch, wenn man eine Mütze drauf wirft. Das haben wir ja auch schon in Trailern gesehen, dass man einen Frosch kapern kann. So, machen wir das mal. Und dann spielt man als der. Und als Frosch können wir da ganz bestimmt hoch. Mit Sicherheit. Okay. What's going on? Okay, ah, die Frösche im Hintergrund, schau ich mir das an. Geil. Oh, jetzt sind wir ein Frosch. Oh, da hinten sehe ich einen Block. Und da oben sehe ich Münzen. Und da Münzen ja auch wichtig immer in diesem Spiel sind, holen wir uns die auch gleich. Oh, Mario. Mann, Mario. Okay. Und sprinten kann man auch. Boah, geht ab. Hui.
da hochkommen? Ich komme da nicht hoch. Oh, okay. Problem gelöst. Was ist denn hier oben? Gibt's ja auch irgendwas außer Münzen? Nichts gegen Münzen, wie gesagt. In diesem Spiel bringen sie ja endlich mal was. Gibt ja jetzt diese Shops da, wo man was kaufen kann. Aber ja. Trotzdem. So, jetzt können wir hier hoch. Juhu. Der Frosch kann ja jetzt auch so schwimmen. Perfekt. Ja, komm, Karl Mario auch so, aber ja. Ich könnte mir eigentlich ziemlich gut vorstellen, dass der Frosch Mario. Also der Frosch besser schwimmen kann als Mario selbst, ne? Kann das sein? Ich weiß es nicht, ist nur eine Vermutung, aber kann sein. Okay, bekommen wir neue Frösche zum Kapern. Falls man den verloren hat, aber ja, komm, so ein Noob bin ich aber nicht. Na, eigentlich sagt derjenige, der fast am Anfang darunter gefallen wäre. Sagt der Richtige, würde ich mal sagen. Bam! Boah. Mach mir bloß keinen Fehler, ey! Wirklich! What the fuck? Und ja, ich muss gerade. Oh, gut, da ist ein Herz drin. Ich wollte gerade sagen, heilen jetzt Münzen überhaupt wieder? Nein, tun sie nicht. Man muss jetzt wirklich. Aber naja, stimmt. Sonst hätten auch keine die Herzen können, sondern stimmt. Natürlich können die Münzen nicht mehr heilen. So, jetzt hätte Adam eine ursprüngliche Form der Münzen. Oh, okay. Arme Sau. Oh! Guck mal, was ich gerade rausgefunden habe. Wenn man gedrückt hält. Okay, geil. Hier. Oh, was ist das? Ah, das ist der Ersatz für den Kraftpilz aus Mario Galaxy. Also, dass wir 6 Leben haben anstatt 3. Mario Galaxy gab es ja auch. Oh, coole Detailarbeit. Mario Galaxy gab es ja auch, aber da war es ein Kraftpilz, ein roter Pilz. Da hat man auch hier 3 weitere Zusatzleben gehabt, aber da war es so, dass man, wenn man die 3 Zusatzleben verloren hat, dann wurde es wieder auf 3 reduziert. Ich weiß jetzt nicht, ob es hier auch so ist, aber ich würde mal sagen, ja. Da das ja eine Idee aus Mario Galaxy ist, ja, würde ich mal sagen, doch. Ist ungehört alles zerstört. Manche Tage laufen eben nur so lala, Hut auf und durch. Kannst du es irgendwie nicht irgendwie helfen? Ja, klar, gerne. Wer hat das angerichtet? Bowser. Das kann ich, weil ich kann vor lauter Angst nicht mal den kleinen Finger rühren. Oh Gott, der Arme. Die arme Saudi. Komm, wir packen das schon hier wieder. Die langohrigen Handlanger des Ungeheuers sind immer noch oben. Pass bitte auf. Okay. Mach ich. Ist hier auch irgendwas? Hier ist was. Da komme ich aber nicht rein. Okay. Komme ich denn nicht irgendwie rein? Ist auf jeden Fall eine Tür. Hm. Fürs Erste komme ich da nicht rein. Ach komm. Wir gehen jetzt einfach mal hoch und zeigen dem, wer der Boss ist. Obwohl, da ich jetzt sehe, dass der Part zu Ende ist, würde ich sagen. Oh, komm, ja, hier kommt auf jeden Fall der erste Boss. Ja, ich würde sagen, da der Part schon zu Ende ist, würde ich sagen, machen wir den ersten Boss im nächsten Part, den ich auf jeden Fall noch heute aufnehmen werde. Ja, heute habe ich mega Bock auf Odyssey, komm. Ich habe es eigentlich gesagt, ich werde mindestens ein paar hochladen, aber komm. Aufnehmen werde ich heute auf jeden Fall mehr. Ich habe mega Bock gerade und ja. Ja. Im nächsten Part kommt der erste Boss. Mal schauen, wie das hier in Mario Odyssey so aussieht. So ein Boss. Bis zum nächsten Mal bei Super Mario Odyssey. Ciao. Wenn euch der Part natürlich gefallen hat, Like da lassen, abonnieren, wenn ihr es verpassen wollt, ja. Kennt ihr das schon.